Was bedeutet das Sohn Belials? Nun, Belial leitet sich von Baal ab. Ja, wir haben verschiedene falsche Götter, die im Alten Testament beschrieben werden. Die Götter der Heidenvölker, da ist von Baal die Rede. Von Belial, dann ist von Baal Zebub die Rede. Und was lesen wir im Neuen Testament? Beelzebub. Also aus Baal Zebub ist Beelzebub geworden. Und wer ist Beelzebub? Das ist natürlich der Teufel. Ja. Er wird von den Pharisäern als der Oberste der Dämonen bezeichnet. Da ist der Teufel damit gemeint, dass die Pharisäer Jesus Christus gelästert haben. Nicht wahr? Also Belial, Baal, Baal Zebub, Beelzebub, diese Namen sind allesamt miteinander verwandt und sie beziehen sich auf den Teufel. Aber das Wort Belial oder sagen wir Baal an sich, das bedeutet einfach nur Herr. Und ich möchte dir dieses Wort erklären an der Stelle. Da ist es in 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 20. Und David kam nach Baal Perasim und David schlug sie dort und sprach: Der Herr hat meine Feinde von mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perasim. Also, der Ort heißt Baal Perasim. Warum? Weil der Herr seine Feinde zerrissen hat, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Perasim. Also, du kannst ja eigentlich selbst die Frage beantworten, wofür hier das Wort Baal steht. Baal bezieht sich hier in diesem Kontext tatsächlich auf den Herrn, in Großbuchstaben, auf den Herrn, den dreieinigen Gott, auf Jehova. Nicht wahr? Baal Perasim, weil der Herr meine Feinde von mir zerrissen hat, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Also das Wort Baal an sich bedeutet einfach nur Herr, und zwar Herr im Allgemeinen. Und wir sehen eben, dass David den Herrn Baal bezeichnet hat auf Hebräisch. Herr ist einfach das allgemeine Wort für Herr. Und auch heutzutage im Hebräischen ist das Wort Baal einfach ein neutrales Wort für Herr bzw. Ehemann. Es wird im heutigen Hebräisch für Ehemann verwendet. Kein Witz. Und es war so lustig, als ich das erste Mal gelesen habe, das erste Mal gelernt habe mit Rosetta Stone, mit diesem Sprachlernprogramm. Ich wollte meine Augen nicht trauen. Warte mal, Ehemann auf Hebräisch ist Baal? Ich meine, stell dir mal vor, wenn eine Frau ihren Ehemann Baal nennt. Schatz, warum nennst du mich Baal? Warum bezeichnest du mich als Teufel? Was habe ich getan? Aber wir denken bei Baal eben automatisch an Teufel, nicht wahr? Aber an und für sich, Baal bedeutet einfach Herr, Gebieter oder auch Ehemann. Und Baal wurde auch verwendet für den Herrn, für Jehova. Aber das Problem ist, dass eben die Heidenvölker um Israel herum ihre falschen Götter eben auch als Baal bezeichnet haben. Und dadurch kam es dann eben zustande, dass Baal mit konkretem Teufel identifiziert wurde. Denn was die Heiden opfern, ja, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Sie dienen dem Teufel natürlich. Alle ihre Pseudogötter, das sind allesamt Dämonen. Sie dienen dem Teufel. Und dann sagt eben Gott später, ich glaube im Propheten Hosea ist das, dass er nicht mehr Baali genannt werden möchte, sondern Ishi. Also Gott wurde Baal genannt, aber er hat dann gesagt, hey, ich bin fertig damit, ich will nicht mehr Baal genannt werden, sondern Ish. Also nicht mehr Baali, sondern Ishi, also nicht mehr mein Gebieter, sondern oder mein Ehemann, sondern mein Mann. Ishi bedeutet mein Mann. Das nur als Hintergrund zu diesem Wort. Und so hat sich eben Baal entwickelt zu einer Bezeichnung für den Teufel. Weil eben die Heidenvölker um Israel herum natürlich ihre falschen Götter, ihre Dämonen angebetet haben und sie haben ihre Dämonen auch Baal genannt. Genauso auch Belial, Baal Zebub wurde dann zu Beelzebub. Und im Neuen Testament war es dann schon völlig klar, Baal bedeutet einfach nur noch Teufel. Oder Beelzebub eben. Es bezieht sich nur noch auf den Teufel. Und klar, Baal Zebub, das war ein konkreter Eigenname für eine falsche Gottheit, für einen Dämon. Aber Baal an sich wurde auch für den Herr verwandt. Ich hoffe, du verstehst diese Erklärung, aber in 2. Korinther 6, Vers 15, das ist der einzige Vers, ich lese den Vers nur kurz vor, wo Belial konkret vorkommt im Neuen Testament. 2. Korinther 6, Vers 15, wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das ist natürlich eine eindeutige Gegenüberstellung. Also
Es ist klar, was hier gemeint ist. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Also wer ist Belial? Hier in dem Kontext ist natürlich der Teufel gemeint. Ja. Also eindeutig sehen wir, dass Baal, Belial, damit ist der Teufel gemeint. Also diese Söhne Belials, das waren keine Söhne des Herrn, das waren keine Söhne Gottes, sondern es waren Söhne des Teufels, Kinder des Teufels.